Beschuldigst du ihn in einer Tat? Ingrid schaut nonchalant und berührt ihn am Arm. Wenn das wegen des Unfalls ist, wir beide trauern über den Verlust von Peril, aber das war das Werk eines wilden Tieres. Nordo schüttelt ganz leicht den Kopf und du kannst seine Hände zittern sehen. Wieso solltest du etwas so ungeheuerliches behaupten? Ich hatte in der Höhle eine Vision. Ich sah die letzten Augenblicke in Perils Leben, so wie er sie erlebte. Ich sah, wie du ihn mit dem Messer niedergestreckt hast. Das ist unmöglich. Nonto starrte dich an. Wie solltest du so etwas erfahren haben? Seine Hand fällt zu seinem Schwertgürtel hin, aber ich habe keine Spuren hinterlassen. Nonto, warte. Ingrid hebt eine Hand. Ich weiß nicht, was du in dieser Höhle gesehen hast, aber in Wirklichkeit sei es ganz anders. Peril, mein Ehemann, er war genauso ein Biest wie dieser Bär. Bei seinem ersten Wutausbruch versuchte ich zu gehen, aber er wollte das nicht zulassen. Mit schwarzem Gesicht schaute sie weg. Nonton, eher als wir uns trafen, wusste ich, jemand Besonderes gefunden zu haben. Etwas, jemand Gütiges. Jemand, dem ich etwas bedeute. Bitte, wir wollten gar nicht mehr, als hier zu verschwinden. Woanders wollten wir einen Neuanfang wagen. Sie schaut auf die Taschen ab. Wir haben einige Münzen gespart. Du könntest sie haben, sofern du uns gehen lässt. Klingt fair, her damit. Ungeachtet des Grundes hast du den Tod eines Mannes verursacht. Ich werde dem Magistrat darüber berichten. Angreifen. Perry bekommt keine zweite Chance und ihr beide habt auch keine verdient. Nein. Auch wenn das vielleicht ein bisschen leidenschaftlich ist, aber das ist nicht so gut. Ich brauche das Geld, ich geht mir aus den Augen. Behalte das Geld und beginnt damit ein neues Leben. Ingrid blinzelt überrascht. Na dann, danke, wirklich. Ich bin froh, dass du es verstehst. Hier, bitte nimm zumindest das an. Ich hoffe, es bringt dir Glück. Lächelnd schaut sie Nontor an. Wir haben eine lange Reise vor uns. Ja, und ein schwacher Ring der Abwehr für uns. Ich wünsche dir viel Glück auf deinen eigenen Reisen, Fremde. Das werden wir dir nicht vergessen. Ja, Erfahrung. Ein Gegenstand. Wie sieht meine Gesinnung aus? Einmal wohltätig, das ist gut. Also täuschend und grausam dürfen wir nicht sein. Wohltätig sein ist immer gut. Wir tragen, glaube ich, schon einen Schutzumhang. Bringt das Ding in der was? Ja. So, damit sind die beiden gegangen. Wir haben ein paar Kupferpanz hier. Diese Flasche Sonnred-Likör ist halb leer. Ansonsten ist hier nichts mehr. So, Rache aus dem Grab. Nachdem ich Ingoets Version der Geschichte gehört habe, beschloss ich ihr und Nonto das Verlassen Goldtals zu gestatten. Vielleicht können sie an einem weit von hier entfernten Ort ein neues Leben beginnen. Ja, so zornig wie der Typ war und so jubelnd wie der Geist von dannen gegangen ist, glaube ich der armen Frau das sogar. Deswegen, wir sind ja auch auf wohltätig getrimmt. Machen wir mal hier das Zeug. Müssen wir nur einmal hier rumgehen. Zwischen den Wurzeln verstreut liegen Armbänder aus Zwirn. Ja, das kennen wir bereits. Ja, wie gesagt, in den Tempel runter gehen wir erst nachher. Unter den Ranken finden sich primitive Schnitzereien einer Sonne, die über drei Sternen aufgeht. Ja, Eotas-Symbol. So, dann geht's jetzt hoch zur Mühle. Trubel, wir wissen, dass da drinnen noch mehr Getreide ist. Wir werden uns nicht mit ein paar Krümel zufrieden geben, während du dich an unseren Feldfrüchten fett frisst. Aus der Mühle dringt gedämpftes Geschrei. Der erste von euch Sumpfköpfen, der durch die Tür kommt, kriegt eins direkt zwischen die Augen. Svenio, die Götter seien mein Zeuge. Ich werde dich wie ein Hund zur Strecke bringen. Lass uns erstmal abziehen, Leute. Aber wir kommen zurück. Hörst du, Trumbel? Und wenn wir zurückkommen, dann wirst du uns einen fairen Preis bieten. Sonst werden wir mit dir abrechnen, so wahr uns die Flamme helfe. Ja, um Kornesbreite.
Einige der Bauern in Koltai behaupten, dass der Müller Trumbel Getreide zurückhalte. Die hungrigen Bauern sind aufgebracht und die Eskalation der Situation scheint wahrscheinlich. Die Spannung zwischen dem Müller und einigen örtlichen Bauern scheint den Siedepunkt zu erreichen. Dies zu untersuchen könnte sich lohnen. Der Müller hat sich in seiner Mühle verbarrikadiert und die Bauern sind vorerst in die hiesige Schenke gegangen. Ja, dann reden wir erstmal mit dem Müller. So, Siedlerpfeil. Hoffentlich schießt er nicht gleich auf uns. Vor dir steht ein Elf, dessen ziemlich stämmiger Körper auf ein arbeitsreiches Leben schließen lässt. Sein Gesicht ist bleich und erschöpft, seine Augen weit aufgerissen. Hinter ihm tauschen ein Mann und eine Frau beide etwas jünger besorgte Blicke aus. Als du eintrittst, hebt der Müller eine Keule hoch, die in seinem schwachen Griff stark herumschaukelt. Raus mit dir, wenn dir dein Leben lieb ist. Moment, ich bin nicht hier, um jemanden zu verletzen. Leg das lieber hin, bevor du dich noch selbst damit verletzt. Ich lasse mich nicht gerne bedrohen. Ich bin nicht hier, um jemanden zu verletzen. Der Müller zögert und senkt dann die Keule. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch gerade erst im Dorf angekommen, oder? Sag bloß nicht, dass Svenja schon seine Krallen in dich versenkt hat. Bei den Göttern, das hat mir gerade noch gefehlt. Was ging es bei diesem Krawall da draußen? Ich heiße Talisa und ich bin gerade erst in Goldtal eingetroffen. Ich dachte, du könntest etwas Hilfe gebrauchen. Diese Leute draußen scheinen ziemlich wütend zu sein. Ich lasse mich nicht gern bedrohen. Wer ist Svenjo? Stellen wir uns erstmal vor. Komm, schüttel den Kopf. Du hast sie für deinen Besuch wahrlich eine schlechte Zeit ausgesucht. Goldtal hat man seinen eigenen Glanz abgekratzt. Jetzt ist es nur noch ein großer Scheißhaufen, für dessen König sich Svenjo hält. Sie sind samt und sonders verrückt. Wer ist Svenjo? Der Zwerg, der da draußen steht und unter den Dörflern Lügen verbreitet. Dieser Bastard ist schon seit Jahrzehnten hier und er ist im Laufe der Zeit nicht gütiger geworden. Der Müller zögert und senkt die Keule ein wenig. Wer bist du? Spannt Svenjo jetzt auch noch fremd in seinen kleinen Kreuzzug ein? Was ging es bei dem Krawall da draußen? Trommel schüttelt den Kopf. Wo soll ich anfangen? Svenjo hat sie fast zum Nappen gebracht mit seinem Gerede über die Getreidevorräte. Er behauptet, ich hätte den Großteil versteckt. Mehr als das Getreide zu verkaufen, mache ich doch gar nicht. Ich kann es nicht aus der Luft zaubern und es umsonst unter die Leute bringen, kann ich auch nicht. Ich bezahle die Bauern für die Ernte, die sie mir bringen, und verkaufe das, was meine Mühle produziert. Das meiste Getreide wird zu Ale für die Schenke zum schwarzen Huhn im Westteil des Dorfes. Und daran haben Svedi und seine Leute gar nichts auszusetzen. Hast du auf dem Weg zum Dorf mal einen Blick auf die Felder geworfen? Die Ernte ist verdorben und damit vielleicht auch das meiste von dem, was mir die Bauern bringen. Trubel gestikuliert auf die Sekubäter. Es ist schlecht geworden, total durchgefault. Ich kann doch keine Spitzepreise für verdorbenen Weizen zahlen und ich habe kaum noch genügend Getreide übrig, um über die Runden zu kommen. Svenjo heult Dingen nach, auf die er kein Recht hat. Vielleicht sollte ich mich dann mal mit Svenjo unterhalten. Scheint mir eine ziemlich geradlinige Geschichte für eine chaotische Situation zu sein. Wenn du nicht willst, dass die Leute mit ihren Fackeln hier reinstürmen, solltest du vielleicht aufhören, mich anzulügen. Ich verstehe, ich habe noch andere Fragen. Scheint mir eine ziemlich geradlinige Geschichte. Trommel schaut böse. Es ist keine Hetaide. Schau mal, Svenja ist schon immer ein schäbiger Bastard gewesen. Da die Vorräte schon so gering sind, sollte ich die gute Sache vielleicht für die Leute zurückhalten, die es verdient haben. Aufrat zum Beispiel. Sie erwartet ein Kind. Soll ich sie stattdessen verhungern lassen? Wissen die Dörfler über den Getreidevorrat Bescheid? Trubel guckt verlegen rein. Manche, ja, die Schankwirtin zum Beispiel. Es ist besser, nicht allen Sorgen zu bereiten. Ich werde schon bald neue Vorräte einkaufen. Wenn wir es schaffen, dass bis dahin alles ruhig bleibt, sind wir aus dem Schneider. Die Schankwirtin? Trommel zuckt zusammen. Ich würde das eh lieber nicht trinken, mehr sag ich nicht. Vielleicht sollte ich mich dann mal mit Svenja unterhalten. Der Müller sackt vor Erleichterung zusammen. Wäre sehr dankbar, wenn du das tun würdest. Mir hört er ja nicht mehr zu, aber vielleicht hast du mehr Glück. Sag ihm, dass wir alle deswegen schwere Zeiten durchmachen, dass wir alle Opfer bringen müssen. Wenn du überzeugen kannst, werden wir dafür deiner Schuld stehen. Also ja, hier drin ist nur die Mühle.
Aus diesem breiigen und grün befleckten Getreide geht ein widerlicher Geruch aus. Mein Vater ist ein guter Mann. Er hat sich der Stadt gegenüber immer gerecht verhalten. Vater kann bestimmt besser erklären, was hier gerade passiert ist. Gut. Also gehen wir noch den Rest des Dorfes ab, reden mit Svenio. Dann gehen wir nochmal nach Talholz zurück. Also grundsätzlich sind die Ladezeiten merklich etwas besser geworden. Hier ist noch ein Dörfler. Hier stehen noch zwei rum. Also ja, wir haben zwei hier. Zwei hier. Zwei hier. Hier unten irgendwo einen. Und zwei in der Schmiede, die wir noch nicht so ganz abgeklappert haben. Also die wir noch nicht, deren Geschichten wir noch nicht gelesen haben. Goldrot Priem. Ja, leichter Energie. Ups. So, leichter Energieschub. Frühlingsbeeren. Trotz des Regens fühlt sich diese halbe Stroh trocken an, ja. So, wer wohnt hier drin? Wenn hier drin überhaupt jemand wohnt. Ach, hier wohnen auch noch zwei Leute, mit denen man so reden kann. Hinter den Säcken wuscheln Ratten umher. Okay, also in dem Haus sind auch noch mal zwei. Das heißt Schenke, dann gehen wir hier Straße nach Westen und dann dort nehmen wir doch die Straße. Weil irgendwo müssen wir auch Makans Gabelung noch aufdecken. Ach, da ist Makans Gabelung, also im Süden. Okay. Svenio, hi. Good day to you. Ich weiß nicht, wer du bist, das ist mir auch ziemlich egal. Geh weiter, wir sind nicht hergekommen, um mit Fremden zu plaudern. Aufsteckt die Augen zusammen. Vorsicht, anscheinend sind sie aus demselben Holz geschnitzt wie diese Schläger, die mich angegriffen haben. Er rümpft seine Nase und sie riechen auch so. Trubel sagt, dass du seine Familie bedroht hast. Ich habe dich vor der Mühle gesehen. Und was ist es denn da gegangen? Na, da hat aber jemand eine blühende Fantasie. Was? Um was geht es denn hier? Darum, dass sich Trumbel für den Dorfkönig hält, nur weil ihm die Mühle gehört. Die Wangen des Zwergen zittern vor Wut. Es geht darum, dass er kaum was von dem Weizen abgibt, den wir ihm bringen. Und dann zieht er uns noch über den Tisch, wenn wir Getreide kaufen müssen. Es geht um Bauern, die Hunger leiden, während sich ein paar reiche Bastarde an ihrer Ernte bereichern. Darauf läuft es verdammt nur mal hinaus und jetzt pack dich fort. Ja, wenn ich euch allen eine Runde ausgeben würde, würdet ihr dann mit mir reden? Svenio zieht es kurz in Betracht. Er schaut ja dann an. Also gut, bring uns was, mit dem wir unsere Kehlen von innen befeuchten können. Dann könnte ich gewillt sein, mit dir ein paar Worte auszutauschen. Kein Problem, kriegen wir hin. Good day, Stranger. Die Schankviertel lächelt die Straße an. Hallo mal wieder. Willst du mal deine Füße ein Weilchen ausruhen? Ich würde dem feinen Kerl da drüben gerne eine Runde ausgeben. Feine Kerle, jetzt nimmst du mich aber auf den Arm. Wenn sie hier noch mehr geprügelt wird, dann muss ich Svenio endgültig Hausverbot erteilen. Die Schrankwirtin runzelt die Stirn. Bis dahin kostet das 6 Kupferpanz für alle.
Ja, bitte, wenn ich sie nur zum Sprechen bringen könnte. Vielleicht könnte ich sie dann überzeugen, den Müller nicht mehr zu schikanieren. Die Schankwirtin studiert dich kurz misstrauisch, dann seufzt sie. Naja, dann geht's das aufs Haus. Hier deine Krüge für die drei Narren. Wenn du sie Trumbel vom Hals schaffst, dann wird er vielleicht mit seinen Vorräten nicht mehr so geizig umgehen. Ah, diplomatisch haben wir gekriegt. Diplomatisch ist in Ordnung. Greetings.